Krass. Boah, und jetzt die Mucke wieder. Das ist Clubmucke damals. So, na gut, ich dachte, vielleicht kommt nach den Credits noch was. Ist nicht schön. Ich dachte, die wären im Penny hier, okay. So. Boah, ist das hell hier draußen. Boah, krass. In was für aufregenden Zeiten wir leben, mein guter Mann. Das war wie echt. So, zack. Dann. Ah, nach so viel Ruhe muss ich erstmal irgendwen umbringen. Herstellen, weggehen, was? Ausruhen? Hä? Ich wollte aufs Pferd steigen, Mann. So, alles klar, jetzt nochmal hier. Druff da. Come on, girl. So, sich aufzubäumen. Ich will das Pferd eigentlich zurück. Können wir das Pferd überhaupt noch zurückgeben? Wenn man jetzt hier im Kino war mit dem Pferd. Hä, hey, das soll gar nicht sein, Horst. Verdammter Dieb. So. Howdy, Partner. Dach, was gibt's denn? Ist irgendwas? Gut. Wieso haben wir jetzt irgendjemand das Horse geklaut, das wir gerade selber geparkt haben? Das verstehe ich noch nicht ganz. Ich dachte, wir können das zurückbringen. Aber vielleicht war das nicht so. Hello. Na, Entschuldigung. Alles klar. Gut, schauen wir uns mal um. Hier haben wir J.E. Ah, der Saloon. Weißt du was? Natürlich war das nicht meins, aber wir wollten das Pferd doch zurückbringen. Da sind die Mädels am Saufen. Oh, Arthur, Arthur, come here, come here, come over here. I want you to meet our friends. Pleased to meet you. Well, ain't you just a toughest teak mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say, Chameur. You got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey, hey, hey! There he is! Watch where you're going! Take it easy, are you about pal? To kiss that guy Take or punch easy, him? Huh? Oh, and we have our answer! Come here, you! Was soll das? Arschloch! Arschloch! Boah, was? Arschloch! 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 Ich hab gebockt. Nummer 1. Ich hol mal unseren Kumpel. Oh nein, der Hut ist schon wieder weg. Oh. Oh, das ist keine gute Idee. Lass das! Nicht ungemütlich, mein Freund. Ja, warte, ich komme erstmal dahin. Wen schlage ich denn hier? Ach, da drüben. Alles klar, gut, dann erstmal. Ja, eigentlich nicht. Come on, pretty boy. Pretty boy? You're kidding me. Pretty boy? What you scared of, huh?
Hey, ich hab geblockt. Go on, Tommy. Yeah, I got this son of a bitch. Ich hab geblockt, Mann! Nein! Lass mich los! Oh, mein Daumen! So. Make a real fool of yourself! You show him, Tommy! Alter, der hat aber auch eine Zimmerkante, der Junge. Boah. You must be the village idiot. Okay. Ja, schießen ist gerade eine schlechte Idee. Na los, du bringst Respekt vor meinem Freundchen. Ich hab noch nicht gefrühstückt, da werde ich immer ein bisschen unleidlich. Stop! Please, please, I beg you, stop. Come, sir, you won the fight already, surely that's enough. What business is it of yours? No business, no business, sir, but please, I beg you. Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah, Javier and Charles, I've missed you. And Bill, looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right, we ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him? Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater... Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Und die Klamotten? Ah, ich brauche eine Waschmaschine. So. Werden die Klamotten irgendwann wieder sauber oder bleibt das jetzt einfach so? Oder trocknet das sogar fest? Fragen über Fragen. Aber geschafft haben wir das. So. Ach so, unser Hut. Übrigens, wo liegt denn hier unser Hut? Der ist im Saloon weggeflogen, ne? Ja, guck mal nochmal. Das ist immer die wichtigste Frage. Wo ist der Hut? Oh no. My troubled days are behind me. So. Ich will nur meinen Hut. Dankeschön. Und ansonsten... krieg ich hier nicht mal einen verdammten Whisky? Oder ein Malzbier. Ich nehme auch ein Malzbier, mir egal. So, kann ich die auch nicht... Ich kann die auch nicht durchsuchen? So. Wir haben den Hut, da drüben ist die Bank. Schön.
Da gehen wir vielleicht rein, wenn wir sauber sind, damit wir nicht allzu viel Verdacht schöpfen. Erwecken. Help wanted. Ask inside. Okay, mal gucken, ob das geht. Das hier ist offenbar nicht inside. So, we sell soda, tonics und so weiter. So, Markierung zeigen Mission von fremden Personen an. Okay, also Fragezeichen auf der Map können wir auch machen. Hier ist der Arzt irgendwie. Ich geh mal kurz rein. Physician. War das der, der draußen saß? Okay, warte. Ich mache jetzt Weight Watchers. Das müsste weniger geworden sein. Ich kann nicht auf die Waage gehen. Seat's alive. Evening, friend. No, laziness just rubbed me the wrong way. So, fremde Personen zielen, verärgern, grüßen, ausrauben. Ja, das sparen wir uns mal für später und nicht in der Stadt. So, wir schauen uns mal ein bisschen weiter um. So. Just get out of my way. Open your eyes. Was? Entschärfen, ausrauben, was? No harm done. Just a regular ride is what you are, huh? Entschuldigung. Hey, mister. Need some? Das ist gar nicht der. Das Problem ist, die sind alle so aus wie der Typ, der... Komm ich hier rein? Careful, big man. Watch yourself. So, wer will denn hier Nickel haben? You have a fine evening. Ain't nobody got a heart. Wer will denn hier Nickel haben? Irgendwer ruft hier? Ich raub doch niemanden in der Stadt aus, Mann, Freunde. Wo ist denn hier der Nickelmann? Das da drüben? Oh, es wird dunkler. Ja, warte doch mal. So. Aiden. Guten Tag. Hey, partner. Hey, buddy. I'm too old to get a job, mister. Way too old. Mhm. Can't we be friends? Was? Wenn ihr mich beklaut, bring ich ihn um. Sure. I'm so happy. I ain't had a friend in a long time. Long, long time. My last friend died. Weren't my fault. They said it was. But they was wrong. Uh-oh. It's fun being with you, mister. Can I hold you a second, mister? Can I? Get lost! I'm sorry, mister. I'll see you again. Yes. Ich hätte ihm jetzt ein paar Nickel gegeben, aber der wollte mich beklauen, ganz ehrlich. Der wollte mich doch beklauen. Also, weiß ich nicht. Finde ich schräg. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand das gerade schräg. So, ich gehe mal hier rein. Vielleicht kriegen wir hier mal einen ordentlichen Whisky. Come on, sir. Try to remember. What really happened at Sylvia's Saloon back in 76? Just a lot of bunk, Plato. Just a lot of bunk. Kann ich hier hinsetzen? It's not bunk, Mr. Calloway, sir. It's history. Ancient history. Done and dusted. The dead got off lucky, the living gotta keep suffering. Same as always. But did you shoot the Newton twins? I don't give a pig's penis about the Newton twins. One of them was a girl, anyhow. But you had been friends back in 73. You rode the Alabaster Trail together. Funny thing about pigs' penises. Yes. They're curly, like their tails. Put that in your fucking book, Plato. Who's your this friend isn't there? Going very well. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I'd prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me, and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging.
It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. And forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it. And, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Emmett Brown. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of him. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity... Shoot him. Boss. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him? It does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here are some other flophouse. Untersuche die Fotos nach Hinweisen auf die Auf... Ja, das wird aber ein bisschen dauern, glaube ich. Ne? Also wir können das alles untersuchen. Tasche hier benutzen. Ich glaube, das wird uns das Spiel über begleiten, oder? Aha, aha, ein schönes Reh. Ich drehe das Foto. Und lese. Black Bell. Maybell Elizabeth Coulter, die Grand Dame oder den Revolverhelden, die Dynamitwitwe. Sechsmal verheiratet, all ihre Männer waren Spieler, Räuber, Gesetzlose, nie geschieden, trägt ihre Witwentracht, einziges überlebendes Mitglied der Coulter-Chobin-Bande, Gesetzlose seit Raubüberfall in Rhodes, hohes privates Kopfgeld auf sie ausgesetzt, tot oder lebendig, zuletzt gesehen nahe Blue Water Marsh, sollte mich fernhalten, zu gefährlich für einen einfachen Biografen. Also ich nehme mal an, wir werden nach und nach oder irgendwann mal... Howdy. Ach so, ich kann jetzt... Ah, pass auf, pass auf. So, dann gucken wir uns mal alle Dinger an hier gerade. So, okay, der sieht ja... Sexy Motherfucker. So. Und dann aber mal lesen. Geboren Wilhelm Schnell. Okay, der Mann, der Rabbit Matthews tötete. Kaum Informationen über Midnight von obigen Mord. Was? Was passiert da gerade? Wenn hier einer Trouble macht, ich schieße sofort. Dein Glück. Okay. Also, okay, okay. Dann lese ich mal ganz kurz. So, einmal umdrehen. Dann kann ich hier schon mal markieren, weißt du? Gesucht in 8 Staaten, vor sie ist begoten, geboten, Flacco Hernandez, der Schrecken der Grizzlies. Wahrscheinlich zu keinem Gespräch bereit. Das ist okay. So. Jupp, Tasche. Wen haben wir noch? Ich nehme mal an, wir sollen alle töten, oder? Umdrehen, der sieht richtig vertrauenserweckend aus. Das ist Granger, kommt mir sehr bekannt vor. Hm. Perverser Mörder, Schweineliebhaber. Was? Was? Derzeit Schweinezüchter in der Nähe des Flat Iron Lake. Gespräch verweigert. Okay. Na gut, mit dem können wir vielleicht sogar reden. Erstmal. So, im Saloon waren wir gerade. Da ist der Doktor. Hier ist noch irgendwo ein Knarrenladen, der müsste auf dieser Seite sein. Da können wir auch mal ganz kurz reinschauen, ob wir vielleicht eine Knarre holen. Howdy. I'd really like to go home now. Make your way to the door, please. Well, it's really the catalog you want to look at. It's ja. Got everything in here. Ja, würde ich sagen. Let's have a look. So, was haben wir denn? Revolver, Pistolen, Repetiergewehre, Flinten, Munition, Accessoires. Kann ich... Ach, ich will Ohrringe. Okay, warte. Verbesserter Waffengürtel. Ja, nice. $58! 69, 55. Alles klar, das sind richtige Schweinepreise. So, Revolver, Pistolen, Repetiergewehre. Was haben wir denn da für Schmuckstücke? 195. Okay, also wir werden später ein bisschen Geld sparen müssen. Poker. Perhaps you could join me later in Smithfields. Okay, pokern können wir auch. Alles klar, $0. Nice.
Ich nehme mal an, die haben wir schon. Der Rest ist mir sowieso zu teuer. Okay, wir kommen später wieder. So. Yeah, never mind. Worth a shot. Oh. Oh, wait. You're that fellow who had to fight with Tommy outside of Smithfield's? Yep. People are still talking about that fight. I ain't. Fair enough. Neither's Tommy. Anyway, how can I help you today? Mach Feierabend. Ich bin raus. Well, thanks. Come back soon. Vielleicht. Bis zum Morgen. Ah, wir können es bis zum Morgen warten. Müssen wir aber nicht. So. Was haben wir denn hier? Warehouse oder was? Ich kann es gerade gar nicht lesen. Irgendwas mit irgendwas. Gut. Ah, das war die Bank. Alles klar. Good day to you. Guten Tag, ich möchte gern Giro eröffnen. Krieg ich Zinsen? Kann ich Schülerkonto machen? Ich kann gar nicht... Warte, ich probiere nochmal. Ah, jetzt kann... Ne, zielen. Ich will nicht auf den zielen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Bankangestellter. Ich kann nur auf den zielen. Alles klar. Ich kann kein Konto öffnen. Schade. Ich dachte, die haben jetzt die tollen Angebote. Okay, lass mich mal ganz kurz gucken. Was haben wir denn? Hier ist die Map. Spieler. Haben wir momentan irgendwelche Aufgaben? Wo kann ich die gerade sehen? Index. Hier, Spieler. Lalala. Kiran. Leopold Strauss. Reverend Swanson. Ah, hier sind die Leute, die wir umbringen. Also, befragen müssen. Horseshoe Overlook. Ding, 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 ding. Alle. Mission. Alles klar. Okay. Huthir Matthews. Das hier ist Horseshoe Overlook. Javier Escuela, Kiran, Horseshoe Overlook, Horseshoe Overlook. Und das ist Reverend Swanson. Vielleicht kommen wir zu dem mal hin. Ja, ich glaube, wir reiten zuerst zu Reverend Swanson, oder? Ja, da kann ich auch erstmal zum Horseshoe. Da oben haben wir gerade nichts mehr zu tun. Dann würde ich sagen... Hier... Vielleicht hier mal... LS, Leopold. Komm, wir düsen mal dahin. So. Und ich düse mal bei Nacht. Also bei Tag ist bestimmt schöner. Aber weil wir nachts noch nicht gesehen haben, würde ich gerne die Atmosphäre mal ein bisschen mitnehmen hier. Step. So. Bordell habe ich leider noch nicht gesehen. Würde ich aber ausprobieren. Zeitungsjunge. Alles klar. So, ich muss noch mal gucken, ob ich mit dem Pferd eine Verbundenheit aufbauen kann. Das würde ich auch gerne tun. Es ist nachts ganz schön hell hier, ne? Finde ich eigentlich ganz gut. So. Haben die mich jetzt einfach zurückgelassen, sag mal? Achso, ganz kurze Frage. Ist das unser Pferd? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das ist unser Pferd, oder? Satteltasche durchsuchen. Das ist nicht unser Pferd. Ich beklaue gerade jemanden. Ah, so ein Nachtspaziergang tut doch ganz gut, Freunde. Ah. Kompass erweitert aus, okay. Not again. Never comes when I need it. Ich höre es von irgendwo. Das war nicht unser, ne? Ja, wir sind ja nicht mit unserem... Wir sind ja nicht mit unserem Pferd hier. Unser Pferd müsste eigentlich noch im Camp stehen. So. Gut. Dann habe ich dieses Pferd hier. Ich glaube, unser Pferd ist... Was macht unser Pferd in der Stadt?
Ja. Warte, warte, warte. Ich reite nochmal zurück. Den Nillin, 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 Bonanza. Boah, sieht cool aus. Manchmal wünsche ich, die Kamera würde so ein bisschen so bleiben, wie wir es machen. Ist das da hinten unser Pferd, das Symbol da drüben? Das sieht so ein bisschen... Was ist da los? Ich glaube, es hackt. Wenn hier jemand Frauen verprügelt, dann bin ich das. Afraid to get blood on my hands. Ach ja? Ja? Aber mach ich aber mit, mein Freundchen. Go to hell. Ich geh nicht darum, mein Freund. Na los. Arschloch. So. Thank you. That crazy bastard, he can rot in hell. I think you should get out of here, ma'am. Mein Hut. Wo ist mein Hut? So. Wir wollen doch nicht, dass der junge Mann aufwacht. Okay. Und womöglich ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt wird. So, pass auf, ich schaue nochmal ganz kurz auf die Karte. Oh, das ist... Ach, Kinokamera, cool. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich auf die Karte gucken. So. Dieses Symbol... Das ist temporäres Pferd. Ach, das ist, ja, ist ein temporäres Pferd. Aber unser Pferd ist wo? Ist das noch im Camp? Dein Pferd. Alles klar, das ist noch im Camp. Wir müssten jetzt also eigentlich erstmal ins Camp und dann holen wir unser Pferd, oder? Weil ich möchte die Bindung mit unserem Pferd möchte ich schon gerne aufbauen. Ausbauen. So. Gut. Der sieht da hinten aber sehr, sehr wackelig aus, der Kollege. Die Frage ist, kommen wir an den Gleisen vorbei? Ich frage das jetzt nur wegen medizinischen Gründen. Vielleicht will ich was ausprobieren, ich bin mir nicht sicher. I don't think you should just right down you go. Okay, man will es angreifen, aber ganz ehrlich, ich bin natürlich nicht auf Trouble aus. Ich will es nicht tun, aber ihr wisst, wie es ist. Meine obere Taste klemmt ein bisschen. Okay, es sind zwei Leute. Ich will nicht schießen, wenn ich nicht muss. Wir sollten vielleicht nicht mit Leuten auf dem... Wie kann ich das Pferd nochmal beruhigen? So nicht. Da reitet ein neues Pferd. Ah, L3, vielen Dank. Die fremde Person. Ich wollte eigentlich mal was mit den Gleisen so ein bisschen probieren. Wir machen das später. Er hat es aber auch verdient.
So, ich weiß nicht genau, was hier passiert ist. So. Alles klar. Das nehmen wir mit. Komm, mein Brauner. Yeah, okay, boy. So. Bisschen Pferdeverbundenheit kann sicherlich nicht schaffen. Pferde überfallen einen nicht einfach so wie diese Ganoven. Ich will keinen Stress, Fremder. Aber ich bin bereit, wenn es welchen gibt. Who's that? Bill. Arthur! Look what the cat dragged in. Okay, die bewachen das Camp, das finde ich gut. Yep. Das Pferd hat hinten ein bisschen blutigen Poppes, das ist aber nicht vom Pferd. Ich glaube, das ist von dem Kollegen. So, Vorräte haben wir alle, das ist gut. Wir haben ja noch was auch was gekauft. Lagerkasse 57. Das heißt, die Kohle, die wir ausgegeben haben, war zwar unsere eigene. Ich habe das Pferd gerade nicht angebunden irgendwie. Ich guck mal kurz, ob ich es anbinden kann. Warte mal. So. Ja, 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 ganz ruhig. So. Pferd anbinden, na also. Siehste. Gut. Ruhig, Brauner. Okay, wir haben offenbar jetzt zwei Pferde, die hier markiert sind. Das finde ich ganz gut. Hier im Camp haben wir auch noch ein paar Sachen, die wir ansprechen können. Bringen Pearson Tiere, das können wir auch noch machen. Oh, wen haben wir denn da? Hallo? Please, come on, you brought me in, help me. Ach, der Kleine ist es. Hey, bedrohen oder verärgern? Ach komm. Speak! Don't cry, boy, speak! About your gang! I can't! Boy! Whoa, hold your horses there! It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit! You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on! Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Was? What's he doing? Where's he going? Don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. Boss. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you're kidding me, right? Of course. You sick bastards! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, listen. I know where O'Driscoll's holed up, and you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. But you sure as shit was. John, Bill, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? We're up into the hills behind Valentine. I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, you kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. He taking us to Cole? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Du bist das Richtige, ne? I'll give you more directions. Das hinten hat Blut. Pferdeinventar? Das ist doch nicht unser Pferd. Close. But if I know where we are, wir hatten ein schwarzes. Up past Valentine. Wo ist denn unser Pferd? How's it going? Ich komme sofort. Wir haben hier zwei. Wir haben hier eine Pferdesituation. Tennessee Walker.
Bitte nicht treten. Bitte nicht austreten. Dankeschön. Hier mal gar nichts. Ist das hier unser Pferd? Das Schwarze war doch unser Pferd. Das mit dem Blut am Arsch haben wir gerade geklaut, Mann. Ich meine geliehen. Okay. Na gut. Dann war das unser Pferd. Ich brauche auf jeden Fall, ich brauche mal ein besseres. Ja, Freunde, was soll ich denn? Muss ich jetzt sagen, wo es lang geht oder was? Gut. Sharing saddle with an old Driscoll. Who'd have thought? How many times I gotta say? I ain't an old Driscoll. You sure look like one and you smell like. God damn. You smell like one too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan! You got throwing knives in your saddlebag. Dutch said that you might. I was asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me? Instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey. Hey. If I got my bearings, it's over here. Yeah. I know this country. Take this track up through the rocks. Williamson, Williamson. What, Morgan? Just to say, well, even you can't screw up killing O'Driscoll's. Funny. And I guess you're good here. Unless some soft-handed feller comes along and tells you you've gone too far. What are you talking about? Fighting that big bullock up in Valentine? How wise you think beating a man to death would have been? With all them folks looking on, when we supposed to be laying low. I saw your eyes, Morgan. You didn't go clever, you went soft. I'll take it. After all, you are an authority on not being clever. The captive gets a little cough in his throat, looks at you with some big doe eyes. You gonna let Combe? You gonna let Combe go free? I was fighting Combe when you was pretending to fight Indians. Don't call my record into question. Now we go left. Road will take us up and round. Ob wir dem trauen können, ich weiß es aber nicht. Wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Save your horses, we gotta climb, boys. You know, you all ain't that different from the O'Driscolls. Best. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and, You've been tied to a tree. You don't know nothing about this gang. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then. How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Combe's a sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Enough out of you. Boys, we're almost on them. Now, who knows if this son of a bitch we got with us is talking true, but if it's what he says it is, and Combe O'Driscoll's here, we can end years of fighting. Never. Here and now. Das wird nicht passieren. Here, here. I swear, this is where he was. Shut up. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. Okay. We're going in quiet, taking them out as we find them, trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard.
settle this like we know how, okay? Okay, by me. With you, Morgan. All right, then. Through the trees here. So. Könnte trotzdem Hinterhalt sein. We're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse, and I'm ready. Alles klar. Easy, Bill. Fire. So. Ich dachte, wir stellen die Pferde hier ab. This is it. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. Okay. Follow me, all right? Ja, ja, warte. Den Bogen nehmen wir mal nicht mit, wa? Wäre eigentlich schön. Abgesägte Flinte, nehmen wir die wieder. It ain't far. We might have shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching you every moment. I ain't gonna shop you now. Come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you'll lose your balls first. Jesus Christ. Come on. Okay. Hab ich schon wieder das Pferdekacken verpasst. Ach, Mann. Okay. Get down. The cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellas hiding out there, too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Colm O'Driscoll? Well, he'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Shake it off. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. Führung übernehmen, Bild schicken, zielen. I'm gonna deal with this first fella. Okay, go to work. Ist das weniger auffällig, wenn wir den jetzt mit dem Bogen erschießen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Okay, weißt du, dann kann ich auch genauso gut die Bleistritze nehmen. Nee, der ist noch nicht down. Shit. Ich glaube, jetzt ist er down. Okay. Hey, die sieht man die auch gar nicht. Wie können die mich denn überhaupt sehen? Rogi hat jetzt in Deckung. Nächster Baum. Scheiß Grünzeug, Mann. Ich sehe hier kaum jemanden.
Jetzt sieht's auch schon besser aus. Ja. Probier's ruhig. Das war bestimmt keine gute Idee. Ist weg. Das war doof. Bester Schütze ever. Bester Schütze in West. Na komm. Okay, kannst du mal abschießen? Der lebt noch. Ich glaub's hart. Hat ihn gerade voll in den Hals geschossen, Mann. Den kriege ich nicht. Leave him. Comb's still here. Hey, he said Comb be in the cabin. I'll check. You look out here. Okay. Der Hut! Nein, wo ist mein Hut? Ah, Gott sei Dank. Oh, das war mega wichtig. Ohne Hut kann ich... Ohne Hut, ohne mich. Hab ich... Sag mal, willst du mich verarschen? Der Hut ist das wichtigste Feature. Nimm den gefälligst mit. Ist er gerade aufgesprungen? Hui! Ain't you checking the cabin for comb? So, aufheben, durchsuchen geht nicht. Wir nehmen alles automatisch mit. Alles klar. What you got, O'Driscoll? Nee, Mais, ja geil, freut sich Tobi. So. Hier sieht's richtig schön aus. Ich guck doch gleich in der Hütte. Ich bin der Einzige, der vernünftig lootet. Jetzt mach mal halblang. Du musst doch die Stärken deiner Mitarbeiter ausnutzen. Das ist schon alter Fusel. Gut, geh mal in die Hütte und gucken. Nicht zu schnell. Das kann man auch mitnehmen. Ja, sag ich doch. Die können wir auch sehr gut brauchen. Revolvermunition. Dankeschön. Mal hier. Die sind noch gut, oder? Ja, nee, es ist schon voll. Alles schon gefressen. Alles gefressen, alles gesoffen. Die lassen einfach ihren ganzen Müll hier rumstehen. Widerliches Pack. Okay, die Frage ist, gehe ich durch die Vordertür oder kann ich... Hier ist ein Gitterstäbe, alles klar. Hallo? Ich muss Wasser ablesen. Ich muss Wasser ablesen. Ich finde es keine gute Idee, durch die Vordertür zu gehen. Wenn ich ein Typ wäre, ich würde genau da jetzt Stellung beziehen. Wie gesagt. You alright? Sure. Thank you. Der hat uns gehalten. Comb O'Driscoll. He ain't here. You set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Comb O'Driscoll ain't here! He was here, I swear! If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Shit, lost. I'm
letting you run away. Now go on, get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como Driscoll's gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, it's usually some cash. In the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. Yeah, right you are. So, na endlich. Ich dachte, jetzt kommen wir mit einer Sequenz direkt wieder nach Hause, ohne zu looten in der Hütte. Was ist denn das für ein Unmenschenspiel? Weißt du, unschuldige Geiseln im Zug töten, das ist die eine Sache. Aber Leute ohne Loot nach Hause schicken? Wie unmenschlich kann man sein? Guck mal, Kekse. Oh, hätten wir hier liegen lassen. Das geht einfach nicht. So, hier Dosenobst. Oh, fast wie frisch vom Baum, nur ein paar Jahre alt. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Richtig schön auf... das Essen ist noch fast frisch. Da kann man noch richtig reinhauen. Das wird später einfach alles in den Auflauf gemischt. Da macht die Mutti lecker Auflauf. Dann passt es wieder. So, da gibt es ein bisschen Cash. $12. Oh, da kann ich fast eine neue Hose von kaufen. Noch eine Geldscheinklammer. Oh, da ist aber noch eine. $11. Die alten Vollstecker. Nochmal $10. Jetzt haben wir mehr Kohle als am Anfang in der Stadt. So. Ja, Schlangenöl kann man mitnehmen. Ich will mal Schlangenöl so ein bisschen vorsichtig immer. So. Weil Schlangenöl ist ja eigentlich nur Scheiße. So. Kamin machen wir am Ende, weil ich will nicht, dass die Sequenz dann irgendwie automatisch dann... Ja, okay, wir gehen, tschüss. So. Guck mal, hier haben wir auch noch was. Habe ich vor lauter Essensgeilheit nicht gesehen. Ginseng-Elixier. Yay. Freudensturm. Ich drehe durch. Dieses Horn würde ich gerne mitnehmen und Met daraus trinken. Falsches Setting. So, die doppelläufige Flinte. Nee. Kann ich vielleicht... Nein, wollte ich gar nicht. Ich wollte mit L1 nämlich das Waffenrad aufrufen. Okay, ganz kurze Frage. Die doppelläufige behalten oder Repetiergewehr, wenn das hier noch irgendwo liegt? Liegt das? Liegt doch da. Okay. Ich komme übrigens nicht... Ich komme gerade nicht weg. Ja, komm, wir warten. Können wir die... Oh, das ist ja cool. Alles klar. Ich will das Waffen... Lass mich in Ruhe. Okay, ich muss offenbar gerade. Ja. Pflegen. Ich pflege mal irgendwas hier. Vergrößern, zielen, reinigen. Ich reinige mal. Die ist ja immer schon so ein bisschen oll. Mit dem alten Lappen hier kriege ich sogar den Rost weg. Gucke. Das ist wie neu. So, ich würde gerne Folgendes machen. Ich würde gerne die... Jetzt kann ich auch wieder gehen. Okay. Kann ich die tauschen? Jawohl. L1. So. Und kann ich jetzt sagen, ich habe hier diese hier. Die würde ich vielleicht tauschen. Das ist nicht die, die ich meine. Ich meinte diese hier natürlich. Nein, das ist... Hä? Die Doppel... Ah, okay. Dann haben wir sie doch mitgenommen. Wir haben den Bogen da gelassen. Mann, ey. Steuerung. Repetier. Würde ich gerne behalten. Doppelläufige Flinte. Lassen wir erstmal liegen dann. Ja, genau, das wollte ich machen. Also nochmal. So. Mal gucken, was er jetzt abgelegt hat. Der hat das Repetiergewehr abgelegt. Ja, sag mal, was ist denn los mit dem? Das ist doch nicht wahr. Ich krieg das nicht mehr mit, glaube ich.
Ich bin komplett da. Ja, ich hol mal kurz das Pferd. Bin noch nicht fertig. Kommt das Pferd überhaupt? Ja, ich gehe doch gleich zum Kamin, Freunde. Ich will erstmal die Knarren richtig hinkriegen. Wenn ich jetzt was vom Kamin nehme, geht eine Sequenz los und wir haben unseren Bogen verloren. Leute, denkt doch mal nach. So, deswegen will ich erstmal die Waffen aufs Pferd legen. So, Waffen auf Pferd. Okay. Pferdeinventar. Das gucke ich mir auch mal ganz kurz an. Inventar beim Pferd ist leer. Okay, cool. So, Waffen, Gegenstände, Pferd. Kann ich das Ding jetzt aufs Pferd legen? Das sind die Gegenstände. Pferd. Oh, das sind ja tolle Sachen. Ich weiß noch nicht genau, wie lege ich denn das jetzt aufs Pferd? Waffen auf Pferd. L1, R2. Ah, alles klar. Okay. Gut. Können wir gleich nochmal trainieren. Den Bogen lege ich auch erstmal da ab. Und jetzt kann ich mir die andere Knarre nochmal da holen. Da nehmen wir alles mit. So. Guck, und jetzt gehen wir nämlich wieder rein. Ja? So. Holen uns die andere Knarre. Legen dafür wahrscheinlich unsere Hose weg. Ist die andere Knarre denn... Wenn die despawned ist, dann esse ich den Tisch. Oder haben wir jetzt alle mitgenommen? Großartig. Die ist despawned. Ich töte alles in diesem Spiel. Draußen mit einer Knarre angezeigt. Was ist, glaube ich, der sag mal, Pferd. Da, Rippet. Sag mal. Wieso ist denn plötzlich draußen? So, jetzt haben wir es nämlich wieder. Aus irgendeinem Grund ist sie plötzlich nach draußen gespawnt. Ich weiß nicht genau, warum. Aber wir haben sie wieder. War auf der Minimap zu sehen gerade. Okay, durch den Kamin. Und dann haben wir es. So. At least you got something tucked away. $600! Das ist ein Vermögen in damaliger Zeit. Bandenanteil $300. Alles klar. So. Aber die Leute sind schon weg, ne? Ich bin jetzt wieder alleine hier. Arschlöcher. Arschlöcher, was soll das? Lass mich hier ganz alleine zurück. Mit dem ganzen Rest zum Looten. Aber ich glaube, wir haben schon alles leer gelootet, ne? Hier gibt's nichts mehr. Aufheben können wir noch. O'Driscoll. Okay. Gut. Dann. Ja, das funktioniert. Ja, wir haben eine super Bindung. Juhu. Na, dann komm mal her.